Das Schaumstoffdehnungsprofil ist erhältlich zu je 2 Stück im Beutel mit einer Länge von 2,50 m. Es muss separat zu allen Abschlussprofilen dazu bestellt werden. Es ist passend für unsere Aluminium-Seitenabschlüsse, Wandabschlüsse und Übergangsprofile. Entlang der Längsseite der Diele muss das Schaumstoffdehnungsprofil immer doppelt verlegt werden, an den Stirnseiten der Dielen jeweils einzeln verlegt werden. Das Schaumstoffdehnungsprofil erlaubt das kontrollierte Ausdehnen und Arbeiten der Diele und dient zusätzlich zur Stabilisierung des gesamten Verlegesystems. Wichtig ist zu beachten, dass das Schaumstoffdehnungsprofil niemals zwischen die Fugen der Dielen gelegt werden sollte.